Herzlich willkommen zurück zu Bad Mojo. Und wir haben wieder hier einen ganz neuen Ort, den Boden. Wir sind jetzt wahrscheinlich neben den Flüssigkeiten runtergekommen. Die werden hier drüben wahrscheinlich sein. Hoffe ich. Oder auch. Ah, hier sind die Zeitungen. Die standen bei ihm auch, glaube ich, in dieser Filmsequenz. Kann ich hier drauf? Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Vorher schaue ich mich erstmal hier um. Er hat auch irgendwo hier die Kippe noch hingeschmissen. Wäre das nicht sinnvoll gewesen, wäre die Filmsequenz sogar vorher gekommen? Weil... Oder es gibt wieder irgendeine Spinne zu beseitigen. Oder irgendwas anderes. Vorsichtig. Komme ich hier eigentlich lang? Hier ist eine Wand, ne? Ah ja, okay. An Wänden können wir auch krabbeln. Höre ich hier eine Maus? Oh, ey. Ich bin doch gleich wieder tot. Vorsichtig. Da. 100. Zurück. Rückzug. Mäuse können an Wänden nicht krabbeln. Schön weit oben. Können wir noch höher eigentlich? Wer bist denn du? Da ist wieder so ein Ding, wo ich nicht rüber kann, wahrscheinlich, ne? Ja, zurück. Ja, du Maus, ich weiß. Ja, wir müssen unten lang. Hier ist dann, hier kann man mich immer schön im Schatten bleiben. Was ist denn hier oben schon wieder los? Ich höre. Ah ja, okay, das hat sich auch erledigt. Zurück, 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 zurück. Schön, dass wir auch rückwärts krabbeln können. Ja, Maus, wir krabbeln wir jetzt rum von hier oben. Ah ja. Halt, ich wollte da eigentlich runter. Kommen wir da drauf? Was ist denn das da? Ich muss mich mehr in die Kakerlakensicht einfügen. Komm ich da lang? Vorsichtig. Oh Gott, bin ich jetzt an der Maus vorbei? Das ist wahrscheinlich eine Mausefalle. Lebendiges Modell. Wir sind bestimmt gleich tot. Ja, genau. Lebendige Falle. Vielleicht sitzt die auch lebendig in der Falle drin. Das könnte natürlich auch sein. Wir gucken mal hier runter. Hier müssten wir ja... Das kennen wir ja, glaube ich, schon, den Bildschirm. Ach, nee. Ah, ja. Herr Dr. Sands, können Sie uns sagen, wo Sie das Geld herhaben? Ich wünschte, ich könnte Ihnen das sagen. Ich tappe genauso im Dunkeln wie Sie. Ich kann dazu nur sagen, das Geld ist da und ich kann endlich meine Forschung finanzieren. Ich freue mich. Die Universität freut sich. Hey, einem geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul. Ah ja. Wir müssten sogar, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht, das stand im Handbuch... hier ist ja jetzt so ein Artikel auf Englisch. Es kann, entweder übersetze ich euch das nächste Mal, aber ich glaube, alle Zeitungsartikel sind in dem Handbuch und alle solche Artikel oder Sachen sind übersetzt. Wenn ich mich nicht täusche, stand das dann da irgendwie am Ende des Handbuches. Werden wir gucken, damit wir uns den nämlich dann hier komplett durchlesen können. Ansonsten werde ich ihn euch übersetzen, aber ich schätze mal. Vorsicht, hier ist bestimmt wieder Maus. Nee, ist gar nicht. Aber hier kennen wir das schon, hier die Stapel. Dann gehen wir wieder hoch. Ja, ja, das kennen wir auch. Braucht man nicht. Der weiß nicht, wo er das Geld her hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Kann man da nochmal hoch? Ach, da war nur das Ding. Dieses Mäusepiepen macht mich ein bisschen wahnsinnig. Die sollten mir eigentlich nicht schaden. Aber mal kam ich jetzt da oben, kam ich nicht weiter, ne? Doch, komme ich auch noch hier. Aber nicht so richtig. Aber gehen wir mal hier lang. Ist das unser Startbildschirm? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Oh. Das kommt von da... Guck mal, da kommen wir gar nicht lang.
Ah, das kennen wir. Das ist von da drüben. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Okay, ja, genau. Check ich, check ich, check ich. Dann gehen wir jetzt nochmal. Upsala, runter. Und hier gehen wir auch nochmal runter. Da müssten wir auch. Hier läuft so viel Kuschkramzeug rum. Ah ja, jetzt mal hier unten. Da kommt man nicht vorbei. Laufen wir nochmal hier am Ende. Wupp! Ist aber nur ein Schuh, oder? Da steht jetzt keiner, der mich tottrampelt, oder? Das würde man doch hören, oder? Ja, da stehen nur die Schuhe. Okay. Das ist natürlich richtig cool, so aus der Sicht hier. Okay, ein Lottoschein. Hat da wohl das Geld aus dem Lottoschein? Kommen wir darüber? Ja. Die Kiste. War es nicht auch irgendwas mit der Kiste? Ich weiß immer noch nicht, welche Kiste. Was, jetzt bin ich wieder am Boden? Irgendwie, die Ebenen sind ein bisschen merkwürdig. Hier komme ich dann wahrscheinlich nicht ganz so rüber. Was ist das hier? Eine Schere? Scheint so. Oder sowas? Wo läufst denn du lang? Sag mal. Sehr merkwürdiges Spiel. Okay. Komme ich da hoch? Ach ja, komme ich sogar. Warte mal, jetzt gucken wir nochmal weiter nach unten, nochmal schnell. Ah ja, da ist nichts. Nochmal hier umdrehen. Da lang. Auch nichts. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Und hier drüber, vorsichtig. Ah ja. Was willst du denn von mir hier? Was ist das denn hier? Irgendwelche Stromdinger oder so. Ja, ne? Irgendwas. 30, 50. Nee, doch. 30, 50. Keine Ahnung. Da komme ich nicht weiter. Vorsichtig raus hier von dem Spinnenscheiß. Das ist doch hier gerade drüber gekrabbelt. Was ist denn das hier? Kilowatt Hours, multiplied by 20. Okay, irgend so ein Strom-Dingsbums. Hier ist überall Spinnennetze. Aber der ist doch von hier oben gekommen. Hier muss ich doch langkommen. Nein. Überall nicht. Echt nicht? Aber der ist doch hier lang gekommen. Oder wusste der auch nicht mehr, wo es hier weitergeht? Vorsicht, Spinnennetz. Ja, die kann ich bestimmt auch verstellen. Die Frage ist nur für was. Nein, da kann ich gar nicht verstellen, sondern da werde ich geröstet. Warte mal, komme ich da hinten runter an dem? Ganz vorsichtig. An dem Ding hier? Nein. Okay. Ja, vorsichtig. Ah ja, 30 Ampere, 2 Stück Bad, 2 Stück. Zimmer, Zimmer, Restaurant und Keller. Kann ich hier nicht wieder. Kann ich hier gar nicht hoch wieder an dem Ding? Nein, anscheinend nicht. Ah ja.
Warum kann ich denn da eigentlich nicht runter an diesen Dingern? Sehr komisch, an diesen Rohren dazwischen. Was ist denn hier? So. Au, das sieht hier nicht so gesund aus. Schöne Farben. Was für ein krankes Spiel, echt, ey. Woodward Stick All, Better Than Nails. Ah, oh, so ein Kleberzeug, ja, super. Ah, da kann ich nicht lang, okay. Komme ich nur da oben? Hier komme ich auch nicht lang, ne? Oder komme ich da drüber? Nein. Ja, zurück. Ist hier getrocknete Farbe? Nein. Zurück. Okay. Da hinten komme ich auch nicht weiter, ne? Doch. Da ist ein Löchchen oder so. Wo bin ich denn jetzt? Warum bin ich jetzt hier? Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Doch, da ist ein... Weiß ich jetzt nicht. Hä? Ah, das war die Spitze vom Pinsel. Oder? Kann das sein? Nein, war sie nicht. Hier, das war doch eine Ritze. Durch die Ritze durch, oder? Ah. Wie bin ich jetzt gerade hierher gekommen? Da. Okay. Ja, also doch irgendwie hier. Hallo, ich will da wieder rein. Ah, da ist die Loch. Okay. Da ist die Loch. Die Grammatik wird immer besser. So, jetzt gucken wir nochmal einmal hier rechts rüber. So viele tote Tiere. Gucken nochmal hier hoch. Dann sind wir auf der anderen Seite. Da tropft irgendwas. Jetzt schauen wir uns aber trotzdem nochmal unten lang um. Bevor wir da hinten rausgehen. So viel zu erkunden. Oh. Ja, wir hätten auch über den drüber laufen können eigentlich. Aber egal. Jetzt gehen wir halt einmal hinten rum. Also mal hier Rückzug. Okay. Ja, dann versuchen wir doch mal da hinten vorbeizukommen. Die Musik finde ich eigentlich cool, die ist sehr beruhigend. Ja, zurück. Komme ich da jetzt nicht vorbei? Ah! Okay, dann komme ich da nicht vorbei. Nochmal auf den Pinsel drauf. Ich speichere hier nochmal, Leute. Was? Wo stehe ich denn jetzt hier oben auf den Gläsern? Ja, wie komme ich jetzt hier weg? Hallo. Ja, was ist denn das für ein Scheiß jetzt hier? Wie komme ich jetzt hier weg? Was ist denn das für ein Kackenmist? Ich hätte nicht speichern sollen. Ich komme hier nicht weg. Na super, klasse. Dum, 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 dum. Hier oben am Dosenrand lang. Oh, nochmal einmal laden, bitte. Dankeschön. Oh, ich habe mir schon gedacht. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Halt nochmal kurz ein Stück zurück und auf den Pinsel drauf. Bugs gibt es also in diesem Spiel auch. Passt ja wieder zu mir. So oder lang. Warte, warte, nicht sterben. Zurück! Nein! Halt! Das machen wir jetzt nochmal neu laden hier. Das geht ja nicht so.
Ich kann nicht dauernd sterben! Gut, dass ich gespeichert habe. So, nochmal ganz vorsichtig jetzt auf den Pinsel drauf. Da lang. Da kommt man doch vorbei auf dem Pinsel, oder ist das auch wegen der Farbe da oben drauf? So, geht das doch. So. Alles okay. Hier kann man echt viel sterben. So, da oben lang. Da sind offene Stromkabel. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ah, da bin ich wieder hier. Rückzug. Jetzt sind wir auf dem Weg hier hinten, bei dem Kleber. Kommen wir eigentlich da dann runter? Können wir gleich mal ausprobieren. Da ist so Klebekram. Wahrscheinlich kommen wir hier eh gleich nicht weiter. Ja, ja. Weg von dem Klebekram. Ja. Rückzug. Und versuch mal hier runter zu krabbeln. Jetzt sind wir unterm Tisch. Ach, darum, wir sind auf den Tisch raufgeklettert. Jetzt check ich's. Ja gut, aber hier kommen wir auch nicht wirklich weiter. Jetzt check ich's. Nochmal da oben lang. Da kommen wir auch nicht weiter. Jetzt gehen wir nochmal einmal weiter. Und jetzt gehen wir mal hier vorsichtig beim Stromkabel runter. Ach, wir sind... Wir können hier nicht lang. Willst du mich verarschen? Ist hier etwas im Spiel nicht möglich? Nicht. Wahrscheinlich wegen dem Kabel da hinten. Ach, und da hinten konnte ich auch nicht runter, klar, weil dann würde ich wahrscheinlich fallen, weil ja hier der Tisch ist. Sehe ich das richtig? Da hoch nochmal. Genau, da kommt man nicht lang. Warum auch immer. Okay. Da sind doch auch noch ein Tisch drüber. So, wir müssen jetzt mal wieder zurück hier. Da, hier durch das Loch irgendwie durch. Das hat mich jetzt hier nämlich nicht sehr viel weitergebracht. Und wo lang? Wahrscheinlich da wieder durch die Ritze, dann kommen wir wieder. So. Hier. Was? Vorsichtig. Ah, hier, genau. So. Wieder lang. So, und warum komme ich jetzt hier eigentlich nicht runter an dem Rohr? Nee, geht nicht. Aber hier... Nee, wir sind nicht wirklich an der Wand. Okay. Hier wieder vorsichtig, bitte. Ein Stückchen höher. Ah. So. Und hier wieder runter. Okay. Kann man nur hier auf den Stock hoch und nicht da hinten auf den Boden? Anscheinend nicht. Ja, ja. Nee, ist okay. Rückzug. Leute, wollt ihr mich jetzt verarschen? Wir sind doch von hier gekommen. Was? Warte mal. Auf der Seite. Wir sind doch von hier gekommen. Och, Leute. Verarsch mich doch jetzt nicht hier. Wir sind doch hier rübergegangen.
danke. Verdammte Axt. So, wir können ja mal hier an die Wand hochgehen, wenn es geht. What? What? Das hat sich angehört wie die Katze. Okay. Die Wand ist also nicht so gut für uns. Beziehungsweise Tür ist da ja, ne? Das darf doch nicht wahr sein. Überall lauern hier Gefahren. Okay, das ist die Tür. Da finden wir, das geht nicht, weil dann wären wir durch die Tür gegangen und dann hat uns die Katze gesehen, weil die ist ja da draußen. Aber hier ist doch gleich wieder eine Wand. Wir werden eh gleich wieder sterben. Da gehen wir hoch. Das sieht doch gut aus. Leute, aber... Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja, ich mache jetzt wieder einen Cut. Aber warte mal, wir können doch nochmal hier kurz hochlaufen, was hier ist. Schauen wir uns mal kurz an. Kommt man da auf das Rohr drauf? Hier drüben. Ja, Leute, leck mich doch fett. Ja. Aber wir können wieder unseren Speicherstand holen oder wir gehen jetzt nochmal neu rein. Es ist ja bis jetzt alles geklärt. Werde ich mir überlegen zum nächsten Mal. Aber jetzt mache ich erstmal Schluss. Okay, bis dann. Tschüss.